Willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist heute zum zweiten Video zum Thema Nice Guy. Gestern haben wir darüber gesprochen, wie das Nice Guy-Syndrom zustande kommt. Wenn du das nicht gesehen hast, ganz wichtig, damit du überhaupt verstehst, worüber wir jetzt reden. Erstes Video, erster Link in der Beschreibung findest du das Video von gestern. Heute werden wir darüber reden, wie du aus dem Nice Guy-Syndrom, aus der Nice Guy-Symptomatik aussteigen kannst. Zuerst muss dir klar sein, um da auszusteigen, das braucht eine gewisse Zeit. Ne? Denn wir reden hier, du erinnerst dich an das Video von gestern, von Gewohnheiten, von Weltsichten, die dein ganzes Leben so waren. Und es ist natürlich klar, dass du jetzt nicht innerhalb von ein, zwei Tagen auf einmal kein Nice Guy mehr bist, sondern all diese Dinge, die ich dir jetzt sage, diesen Weg, den ich dir jetzt hier zeichne, raus aus der Nice Guy-Symptomatik, musst du natürlich über einen längeren Zeitraum machen, ist ja ganz klar. Ne? Zuerst musst du dir einmal bewusst werden, dass du überhaupt drin bist, dass überhaupt das Nice Guy Ding ein Ding von dir ist und dass es ein Problem für dich ist. Ne? Ich habe dir gestern erklärt, wie das zustande kommt und dir die Aufgabe gegeben, mal zu gucken, wie war das so in deiner Kindheit, wie ist das so bei dir, stellst du deine Bedürfnisse hinter die Bedürfnisse anderer Leute, versteckst du deine Schwächen, weil du Angst hast, wenn sie rauskommen, dann können die Leute dich verlassen oder mögen dich in dem Fall vielleicht nicht mehr. Versuchst du immer allen anderen Leuten alles recht zu machen, passt dich an deren Situation an, fällt es dir schwer, Grenzen zu setzen, fällt es dir schwer, nach Hilfe zu fragen, weil du das Gefühl hast, du musst alles alleine schaffen, alles alleine können, weil du denkst, das wird von dir erwartet und wenn nicht, dann ja, bist du nicht gut genug und wirst wieder nicht geliebt oder wieder verlassen oder bist du vielleicht Perfektionist. All das sind Anzeichen dafür, dass du ein bisschen in dieser Nice-Guy-Schiene unterwegs bist, kann natürlich sein, es gibt hier ein Ende des Spektrums und hier ein Ende des Spektrums. Manche Leute sind vielleicht ein bisschen Nice Guy, andere Leute haben sehr, sehr viele Eigenschaften davon. Aber wenn du generell spürst, irgendwie, weiß ich auch nicht, läuft das in meinen Beziehungen mit den Frauen nicht so wirklich, irgendwie schaffe ich es nicht, meine Bedürfnisse auszudrücken und auch meine Bedürfnisse wichtig zu nehmen, Grenzen zu setzen, wenn all diese Dinge nicht funktionieren, dann kannst du dir sicher sein, dass Nice Guy auf jeden Fall ein Problem von dir ist. Und wenn du oft von Frauen diese Aussage bekommst, ja, wir sollten nur Freunde sein, dann kann es auch sein, dass das auf dieses Nice-Guy-Problem hindeutet, obwohl das nicht unbedingt was miteinander zu tun hat. Aber ich glaube, wenn du das Video von gestern geschaut hast und das Video von heute schaust, kriegst du selbst einen guten Eindruck davon oder kriegst ein gutes Gefühl, deswegen sage ich, hör da mal rein, davon, ob du Probleme mit dieser Nice-Guy-Symptomatik hast. Jetzt wollen wir klären, wie du rauskommst aus diesem Nice-Guy-Ding. Und wie gesagt, das ist ein längerer Prozess, deswegen all die Sachen, die ich dir erzähle, musst du wirklich über einen langen Zeitraum machen. Zuerst macht es Sinn, wenn du ein Bewusstsein dafür entwickelst. Ein Bewusstsein dafür entwickeln ist, dass dir auffällt in den täglichen Situationen, dass du das wirklich machst. Also, dass dir auffällt, dass du deine Bedürfnisse zurückstellst. Dass dir auffällt, dass du Leute dich schlecht behandeln lässt und keine Grenzen setzt. Dass dir auffällt, dass du vielleicht niemals nach Hilfe fragst oder auch vielleicht ein schlechtes Gefühl dabei hast, kenne ich von mir selbst, nach Hilfe zu fragen, weil du das Gefühl hast, das möchte ich selbst können. Oder wenn du spürst, oh Gott, wenn ich jetzt über Schwächen von mir reden würde oder über meine Emotionen, das fühlt sich richtig schlecht an. Und ich kenne das Gefühl, auch bei mir fühlt sich das schlecht an. Das heißt, ich weiß, wovon ich da rede. Es geht darum, im Alltag mal zu gucken, ob diese Dinge bei dir passieren und diese Dinge, dass dir die Dinge auffallen. Weil nur wenn sie dir auffallen, nur wenn du ein Bewusstsein dafür entwickelst, kannst du was verändern. Ist ja klar, ne? Wenn ich dir sage, oh, guck mal, deswegen und deswegen, wegen dieser Verhaltensweise hassen sich die Frauen und dann kriegst du ein Bewusstsein dafür, dann kannst du es ja sein lassen. Ne? Und das ist jetzt wieder Nice-Guy-Denken, oh, du musst diese Verhaltensweise verändern, sonst mögen dich die Frauen nicht. Das ist wieder das Nice-Guy-Denken, von dem ich rede. Das ist aber jetzt auch nur ein Beispiel. Bewusstsein ist also immer der erste Schritt, um was zu verändern. Du musst dir bewusst darüber sein, dass Rauchen schlecht ist, sonst kannst du es nicht verändern. Du musst dir bewusst darüber sein, wie viel du rauchst, sonst kannst du es nicht verändern. Wenn das komplett unbewusst läuft, geht es halt nicht. Deswegen ist das der erste Schritt. Einfach mal darauf achten im Alltag oder im Umgang mit Menschen, diese Dinge, die ich eben erzählt habe, wie sehr sind die bei dir vorhanden? Und dann geht es darum, wirklich aktiv dagegen zu handeln. Dann geht es darum, in die Bereiche zu gehen, wo du Angst bekommst und dich mit diesen Ängsten zu konfrontieren. Deswegen ist es so geil für Nice Guys, wenn sie rausgehen und lernen, Frauen anzusprechen. Weil wenn du rausgehst und Frauen ansprichst und gut darin werden willst, dann musst du lernen, deine Bedürfnisse kommunizieren und dann musst du lernen, klar zu sagen, was du willst. Hey, du gefällst mir, ich will dich kennenlernen. Und das fällt manchen Nice Guys unglaublich schwer, eine direkte Aussage zu machen, direkt der Frau zu sagen, dass sie geil finden vielleicht. Das fällt denen schwer. Und deswegen ist es so ein wunderbarer Übungsground, Trainingsground, um zu lernen, kein Nice Guy mehr zu sein. Also rauszugehen, Frauen anzusprechen, ist auf jeden Fall eine Sache, die dir dabei helfen kann, aus dieser Nice Guy-Symptomatik auszusteigen. Ja?
aber dann auch in den Freundschaften oder in den Beziehungen, die du hast allgemein, dich mehr zu öffnen, mehr auch mal von deinen Schwächen zu erzählen, mehr auch mal davon zu erzählen, wie du dich fühlst und dass du dich vielleicht auch schlecht fühlst, dass du dich schwach fühlst, dass du dich hilflos fühlst. Weil das ist ja das, wovor wir Nice Guys generell dann Angst haben, dass wenn wir hilflos scheinen, wenn wir schwach scheinen, dass die Leute uns dann nicht mehr mögen oder dass die Leute uns dann verlassen, wie wir das schon in der Vergangenheit erfahren haben. Du erinnerst dich an das gestrige Video. Na, und da kannst du es auch so machen, dass du dir eine Safe Person suchst, also eine Person, einen Freund, dem du da auch vertraust, ja, wo du weißt, okay, der macht dich jetzt, der lacht jetzt nicht, wenn ihr irgendwie darüber redet, mit dem kannst du auch immer ein paar tiefere Themen reden. Also du brauchst so eine Art Safe Person, bei der du anfangen kannst, weil generell ist es so, wenn du diese Nice Girl Symptomatik hast, dann hast du halt Angst davor, dich da so sehr zu öffnen, ne, weil du denkst, oh Gott, wenn ich mich so sehr öffne, dann werde ich wieder abgelehnt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du eine Person findest, wo du sagst, okay, da vertraue ich. Ja, und das sollte vielleicht optimalerweise nicht unbedingt deine Mom oder dein Dad sein, sondern vielleicht einfach schon ein Freund oder eine Freundin. Und dann geht es darum, dass du da auch wirklich mal mit dieser Person sprichst. Ich habe selbst einen Kumpel, mit dem ich da ganz gut drüber sprechen kann, dass du mit dieser Person sprichst, sagst, hey, guck mal, das sind so Sachen von mir, wo ich vielleicht auch schlecht über mich denke, das sind so Schwächen von mir, mit dieser Sache von mir fühle ich mich nicht wohl. Und dass du einfach wirklich mal mit den Personen vermehrt auch deine Schwächen kommunizierst. Und wenn du nämlich diese Nice-Girl-Symptomatik hast, und ich kenne das von mir selbst, dann tendierst du dazu, dich immer im allerbesten Licht darstellen zu wollen. Ja, und das muss dir auch auffallen, das muss dir bewusst werden und dann musst du aktiv damit aufhören. Ne? Weil du kannst nur diese Verbindung zu Menschen aufbauen, die du eigentlich aufbauen willst, diese intime Verbindung, wenn du auch deine menschlichen Schwächen zeigst. Weil wir verbinden uns, also wir connecten, Menschen untereinander verbinden sich auch durch Schwächen, durch Stärken, aber auch durch Schwächen. Das macht den ganzen Menschen aus. Wir sind menschlich, wenn wir Schwächen haben. Und die eigenen Schwächen zu akzeptieren, die eigenen Schwächen zu sehen, das ist eine Aufgabe für den Nice Guy. Na? Dann kommt hinzu, dass du dir vielleicht bei Projekten oder bei Sachen, die du machst, wirklich aktiv mal Hilfe suchst, ja? Statt immer alles selbst machen zu wollen, dass du wirklich zu jemandem hingehst und sagst, hey, ich schaffe das nicht alleine, ich brauche deine Hilfe, und das fällt vielen Nice Guys unglaublich schwer. Die nächste Sache, die du machen solltest, unbedingt machen solltest, ist Grenzen zu setzen. Ja? Also du solltest wirklich schauen, wo, an welcher Stelle übertreten Menschen im Umgang mit mir meine Grenzen. Und dann solltest du dann ganz klar sagen, hey, pass auf, hier ist eine Grenze bei mir, ich möchte das nicht, bis hierhin und nicht weiter. Und das wird eine der schwierigsten Sachen sein, für Nice Guys zu kommunizieren, weil sie halt einfach gelernt haben, ihre eigenen Bedürfnisse oder ihre Grenzen nicht wahrzunehmen, weil sonst werden wir vielleicht abgelehnt und die hinten anzustellen. Deswegen ist es etwas ganz Neues, Grenzen setzen und auch Thema eigene Bedürfnisse kommunizieren. Das ist der nächste Punkt, eigene Bedürfnisse kommunizieren, nämlich, dass du anfängst, wie der Name schon sagt, deine eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren. Hey, dass du sagst, hey, das brauche ich. Das brauche ich von dir. Das brauche ich in unserer Freundschaft. Ja, das brauche ich an dieser Stelle. Das sind meine Bedürfnisse. Und dass du auch dafür einstehst für deine Bedürfnisse, so wie für deine Grenzen. Dass du sagst, ja, das sind meine Bedürfnisse, die sind in Ordnung und ich möchte auch, dass die erfüllt werden auf gewisse Art und Weise. Und hier kommt auch wieder diese große Angst von Nice Guys des Bedürftigseins. Oh, ich darf nicht bedürftig wirken. Na? Weil, also das hängt, ich hoffe, du siehst, wie das zusammenhängt. Weil Nice Guys haben Angst davor, Schwäche zu zeigen, haben Angst davor, nicht als perfekt vor anderen Leuten dazustehen. Und deswegen haben sie auch große Angst vor dieser Bedürftigkeit. Ich möchte nicht bedürftig wirken. Aber jeder Mensch ist auf eine gewisse Art und Weise bedürftig. Wir sind nun mal von anderen Leuten abhängig. In gewissem Maße. Natürlich solltest du danach streben, so unabhängig wie möglich leben zu können, dass nicht andere Leute dir finanziell ständig aushelfen müssen oder, keine Ahnung, dass du dein eigenes Essen nicht kaufen kannst, dass du zu nichts in der Lage bist, dass du dein Leben nicht in den Griff bekommst. Davon redet ja keiner. Wenn du dein Leben im Griff hast, wunderbar, großartig. Aber darüber hinaus sollten wir uns klar sein, dass wir auch bei einigen Dingen einfach auf andere Leute auch angewiesen sind und mit anderen Leuten besser vorankommen. Und an der Stelle sollten wir dann auch einfach unsere Bedürfnisse kommunizieren. Und das müssen wir lernen. Ja? Das müssen wir aktiv machen. Und das wird sich unangenehm anfühlen. Na, weil wir das nicht gewohnt sind. Weil das ist mit Angst verbunden bei uns, ne, bei den Nice Guys. Und deswegen müssen wir lernen, das verstärkt zu machen. Na? Und wenn wir diese Sachen machen, wenn wir erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln, wann wir dieses Nice Guy-Verhalten an den Tag legen, wenn wir unsere Grenzen klar kommunizieren, unsere Bedürfnisse klar kommunizieren, auch unsere Schwächen kommunizieren und mit den Schwächen in Ordnung werden, also wirklich diese Einstellung entwickeln können, hey, das sind meine Schwächen und das ist in Ordnung, dass ich welche habe, denn jeder Mensch hat welche. Und so ist es ja auch. Na?
Wenn wir lernen, um Hilfe zu fragen, weil wir keine Angst davor haben, auch mal schwach dazustehen. Und wenn wir aufhören, uns immer besser und perfekt darstellen zu wollen. Thema Perfektionismus. Wenn wir all diese Dinge tun, dann können wir langsam mit der Zeit immer mehr aus diesem Nice Guy, aus dieser Nice Guy-Symptomatik aussteigen. Weil das Schlimme ist, dass viele Nice Guys oder die Lösung vieler Nice Guys ist es, okay, es funktioniert nicht, weil es funktioniert ja nicht, die Nice Guy-Taktik, die funktioniert ja nicht, die ist ja, beruht ja generell auf was Falschem, ne, weil die Leute können halt nicht mit dir eine Verbindung aufbauen, wenn du dich quasi versteckst und versuchst ja nichts Falsches zu sagen und dich immer anpasst und deine Schwächen versteckst, dann können die Leute ja keine richtige Verbindung zu dir aufbauen. Und der Nice Guy denkt sich jetzt, okay, ich mache es nur noch nicht gut genug. Ich muss noch besser darin werden, cool zu wirken. Ich muss noch besser darin werden, meine Schwächen zu verstecken. Ich muss noch besser darin werden, mich anzupassen. Das heißt, der Nice Guy tendiert auch dazu, weil das eben schon so lange seine Weltsicht ist, nicht die Taktik zu verändern, sondern einfach es noch stärker zu probieren. Aber das funktioniert natürlich nicht, denn dann wird es noch schlechter. Und deswegen ist das Ganze eine schwierige Sache und muss über die Zeit passieren. Na, und wenn du all diese Sachen machst, von denen ich jetzt hier im Video erzählt habe, dann wirst du merken, mit der Zeit kommst du da raus. Eine weitere Sache, die ich oft bei Nice Guys beobachte, ist diese Nichtfähigkeit, auch Nein sagen zu können. Na? Man hat dann das Gefühl so, okay, man muss der anderen Person helfen und es wäre schlecht, wenn man Nein sagt und dann wird man eventuell wieder abgelehnt. Also das hat auch wieder was mit Grenzen setzen zu tun, dass du sagst, nein, an dieser Stelle nicht. Ich habe meine eigenen Bedürfnisse, ich muss meine eigenen Dinge machen. Ich kann jetzt nicht, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Na, das sind auch Sachen, die man lernen muss zu tun. Na, da habe ich einige Nice Guys auch in meinem Coaching-Programm, die damit wirklich Probleme haben. Und das ist, wie gesagt, eine Sache, die über Zeit passiert. Und das ist jetzt auch für mich so ein bisschen Nice-Guy-Therapiestunde, um es mal so zu sagen. Weißt du, ich stehe jetzt hier, mache das Video und habe im Video ja auch selbst manchmal so von wir gesprochen, wir als Nice-Guys, weil ich bei mir selbst gesehen habe, ich habe auch immer noch welche von diesen Nice-Guy-Symptomatiken in mir. Nicht mehr so viel wie früher, aber ich habe die immer noch. Und allein das auszusprechen, hier jetzt vor der Kamera, vor dir als Zuschauer, ich merke, das fällt mir schwer. Dieses Schwächen zu geben, dieses dir zu zeigen oder der anderen Person zu zeigen, ich bin nicht perfekt und kann damit umgehen. Und ich merke, wie es mir schwerfällt. Aber genau das ist es, was wir als Nice Guys tun müssen. Wir müssen damit in Ordnung werden, dass wir auch Schwächen haben, dass Dinge nicht perfekt sind. Das ist wichtig. Das ist dein Weg, den du gehen musst. Das ist der Weg, den ich auch noch weitergehen muss. Ich hoffe, es ist klar geworden, wie man da rauskommen kann und dass es eine lange Reise ist. Wenn du noch Fragen dazu hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten schön, dass du hier warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Im Coaching machen wir natürlich genau solche Dinge. Wir gucken uns sowas an. Du kriegst Feedback von mir zu deiner Nice-Guy-Symptomatik und wir sorgen dafür, dass bei dir das ganze Ding mit Frauen erfolgreicher läuft. Ganz egal, ob du jetzt mit vielen Frauen schlafen willst oder eine Beziehung haben willst. Aber natürlich gucken wir uns in solchen 3-Monats-Coachings auch solche Dinge an wie Nice-Guy-Symptomatik und können uns, weil wir viel Zeit haben, zusammenzuarbeiten, da wirklich ordentlich mit befassen. Unter mir, erster Link in der Beschreibung. Rechts unten kommst du zum Nice-Guy-Video von gestern. Schau es dir gerne nochmal an, um nochmal zu verstehen, wo kommt das her. Wenn du es noch nicht gesehen hast, unbedingt anschauen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen geilen restlichen Tag. Ciao.